Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 2 Assassin of Kings. Wir sind momentan auf der Suche nach Triss und haben das letzte Mal hier bei diesem Troll aufgehört, der Triss damals mitgenommen hat, um sie zu reparieren bzw. zu heilen, denn ihr Bein war kaputt oder gebrochen. Triss hat dann hier verharrt, bis ihr Bein repariert war und hat sich dann logischerweise, wie es sich für eine Triss gehört, sofort aus dem Staub gemacht, hier wenn wir bei so einem Troll bleiben. Vor allen Dingen, wenn diese einen nachts beschnuppert. Das hat die Trollfrau nämlich mitbekommen, dass ihr Ehemann nachts Triss beschnuppert hat und hat sich dann auch ebenfalls erstmal verabschiedet. Somit sind jetzt beide Frauen weg. Wir müssen Triss und die Trollin jedoch finden, um uns von der Trollin Trisses Halsband zu holen oder Halsschal, sonst irgendwas, Stückchen Stoff. Wow, und damit können wir dann nämlich ihre Lokation ausmachen. Hier sind Harpien, ich habe ein bisschen Angst. Let's do this. Nimm mal weg hier. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Oh, schrei hier nicht rum. Oh, kommt schon die nächste. Oh, gleich wieder vier, ne? Okay, mein Feuer hat nicht getroffen. Ricochet. Oh, es gibt sogar Achievements hier. Seht ihr mal. So, okay, das hat ja recht gut geklappt. Dann wollen wir mal den ganzen Harpienkram aufsammeln. Auch wenn ich hier immer noch Trommeln höre. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr los als nur das. So, was ist da los? Ja, gib mal her, du. Jetzt machen wir einmal gerade hier unser Medaillon, um zu gucken, ob wir noch nichts übersehen haben. Ne, läuft, ne? So, also bis jetzt kommen wir ganz gut ohne Getränk, klar. Dann sollten wir das auch erstmal lassen. Man muss die Tränke ja nicht benutzen, wenn man sie nicht braucht. Die Harpien waren jetzt relativ einfach zu besiegen. Okay, gut. Hoffen wir mal, es bleibt bei Harpien. So. Machen wir wieder Quicksaven hier. Man weiß ja nie, was um die nächste Kurve herum wartet. Wir gucken gerade mal auf die Map. Ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja. Also entweder müssen wir... Ja doch, wir müssen hier oben rum entlang. Hier kann man auch noch mittig irgendwie runtergehen. Das sollten wir auch gleich nochmal machen. Einfach mal, um zu gucken, was da ist. So, Schwertchen raus. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Ah, du hast uns noch nicht gesehen. Gut, dann können wir das erstmal looten hier. Okay, sie hat mich doch gesehen. Du stinkst vielleicht. Vögel halt, ne? Die sitzen den ganzen Tag in ihrer eigenen Scheiße. Wow. Ah, wie nett. Das zum Looten bleibt wenigstens hier liegen, auch wenn die Harpien sich nach unten verabschieden. Also wir können hier nachher auch nochmal runterlaufen. Da ist auch so ein dickes Harpien. Also ich glaube, unser einer Quest, wir haben ja so eine Questaufgabe, Harpien, so ein Auftrag, der ist genau da unten. Da müssen wir diese Harpiennester vernichten. Und dafür sorgen, dass nicht noch mehr Harpien wieder nachkommen. Weil die momentan so ein Harpien-Problem haben. Jetzt ist die Frage, wir können einmal da hinten lang gehen. Ich guck mal gerade, wo das hinführt. Einfach nur rein aus Interesse. Zu einem kaputten Schiff. Okay, was macht ein zerstörtes Schiff hier? Okay, da ist die Mauer. Da gehen wir lieber nicht rein. Dann kommen wir wieder in das Kriegsgebiet. Hier ist nix. Hier ist soweit auch nix. Nö, dann gehen wir wieder hier runter und schauen uns mal das Schiff an, ob ich da was finden kann. Oh, nicht so wirklich was, ne? Halt nur ein kaputtes Schiff. Muss mal gucken, ob sich da nachher noch irgendwas tut. Jetzt momentan ist es erstmal uninteressant. Ah, was ist das denn hier? Schlüssel erforderlich, alles klar. Aber ich habe immerhin schon mal eine geheime Tür gefunden, ne? Auch nicht schlecht. Wer hätte es gedacht? So ein Schiff liegt ja nicht einfach so irgendwie rum, ne? Irgendwas musste da ja sein. Gut. Gehen wir weiter. Ich ziehe schon mal wieder mein Schwert. Das sieht doch schon wieder nach Harpien aus hier. Oh, Moment. Gib mir das. Moin. Kann ich euch auch stark angreifen? Oh. Die war irgendwie etwas stärker. Hat auch einen anderen Namen. Habe ich vorhin eigentlich da hinten die Harpien-Dinger gelootet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wird sich zeigen. So, wir gehen weiter. Ich sehe auf jeden Fall kein Gestrüppzeugs. Ich sehe nur ganz viel Gras. Oh, es geht weiter. Moin. Ich will hier nur durch. Also seitdem wir uns auf... Oh, neue Questphase. Nutze Harpienfallen, um die Monster loszuwerden. Okay.
Ah, wir haben jetzt erstmal was über Harpien gelernt. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Wir müssen erst Monster töten, damit wir dann wissen, wie wir sie besiegen können. Wir brauchen Harpienfallen. Die müssen wir uns wahrscheinlich wieder schmieden lassen. Aber das kriegen wir auch hin. So, erstmal Y machen. Okay. So. Okay. Dann wollen wir mal hier hinab. Sind wir noch auf Kurs? Und die Frage, wofür das hier hin? Oh, hier ist es einfach nur grün und eine wunderschöne Aussicht. Oh, muss man ja auch mal genießen. Mischen die Natur. So, reicht aber auch schon. Ihr habt genug Eindrücke erhascht. Jetzt können wir weitermachen. So. Okay. Dass die Trollin sich hier hingeflohen hat. Okay, es klingt schon nicht gut. Was ist da los? Okay, sie ist verletzt. Soll sie ausbluten. Stürzen wir uns lieber alle auf sie, wenn sie schwach genug ist. Besser nichts riskieren. Was macht ihr hier? Wir sind Söldner. Jetzt im Dienst von König Henselt. Spätrupp. Erst sind wir kaum einem Nebel voller Geister entronnen, dann auf eine wütende Trollin gestoßen. Wer bist du? Scheiß Tag, wa? Geralt von Riva. Der Hexer, der weiße Wolf. Deine Kenntnisse kämen uns gerade recht. Hilfst du uns? Sie muss am Leben bleiben. Ich erlaube euch nicht, sie zu töten. Seit wann schlägt sich ein Ungeheuer-Töter auf die Seite von Ungeheuern? Das geht dich nichts an. Ich brauche sie. Lasst sie in Ruhe. Sie hat zwei meiner Leute getötet. Jetzt wird sie keinem mehr etwas tun. Nichts da. Stör nicht, wenn du schon nicht hilfst. Wir schaffen das auch allein. Die Trollin bleibt am Leben. Irrtum. Sie stirbt. Dann müsst ihr mit mir anfangen. Tja, dann verabschiede dich, Hexer. Oh, Mist. Okidoki, legen wir los. Oh, what the fuck, wer macht hier Fernangriffe? Erstmal auf den Mann, der Bomben wirft. Oh, ausweichen. Ausweichen. Was ist mit dir denn los, Alter? Ein bisschen dumm ist das schon, ne? Schluss jetzt! Wir ergeben uns! Waffen nieder! Verschon uns, Hexer. Der König zahlt auch Lösegeld für uns. An dem mir nichts liegt. Ihr lasst jetzt die Trollin in Frieden und zieht eurer Wege. Du lässt uns gehen? Ihr könnt nicht durch den Nebel. Das wäre euer Tod. Wir sind Krieger. Wir fürchten den Tod nicht. Wir rennen ihm aber auch nicht hinterher. Ja, der Hexer hat recht. Da hat er wohl recht. Ja, lass mal lieber. Kommandant, wir sollen doch einen Hexer finden. Einen Kahlkopf mit einem Schlangenmedaillon. Dieser hier hat weißes Haar und am Hals einen Wolf. Ihr meint Leto? Leto sucht ihr. Du kennst ihn? Sozusagen. Ich suche ihn auch. Was wisst ihr über ihn? Sheila de Tankerville hat uns befohlen, die Schluchten nach ihm zu durchkämmen, aber wir haben nur ein Lager voll toter Skoyatel gefunden. Dieser Leto muss sie niedergemacht haben, vielleicht mit noch jemandem. Wo denn das? Jenseits dieses Geisternebels. Was habt ihr vor mit Leto? Ihn töten. Ihn und alle, die bei ihm sind. Alle? Bist du sicher? Das ist der Befehl. Und weißt du, wo Leto ist? Irgendwo auf der anderen Seite. Wir haben Spuren gefunden, aber dann hat uns der Nebel überrascht. Wir haben uns verirrt und sind hier gelandet. Lauft zu Saskia. Ich empfehle, dass ihr euch den Rebellen ergebt. So etwas habe ich noch nie getan. Ich bin Adam Pangrat. Man nennt mich auch Adieu. Hier haltet ihr nicht lange durch. Die hängen uns auf. Sie wissen, dass wir Hänsels Männer sind. Meldet euch bei Cecil Burden. Er wird euch anständig behandeln. Aber rechnet lieber nicht damit, dass er Hänselt überbietet. Hört ihr, Männer? Wir ziehen zur Drachentöterin. Der Hexer meint, wir kommen da heil raus. Verwundete eingesammelt, Ärsche zusammengekniffen, Abmarsch! Vor allen Dingen letzteres, ein gutes Kommando. Ärsche zusammengreifen. Menschen, sie sehen Troll. Troll schon tot. Gleich sofort. Ich Glück. Ja. Du gut. Du hilfst. Ich dir auch helfe. Das nicht. Wenn du mir helfen willst, dann geh bitte zu deinem Alten zurück.
Nein, Trollbar! Er sagt, Menschweib da, ich weg! Er streichelt Menschweib! Nein, er ist allein und hat schreckliche Sehnsucht nach dir. Er dir sagt? Er? Nein! Bah! Ich weg! Boah, sie ist echt ein wunderschönes Weibchen. So, was weißt du denn über die Frau? Was weißt du denn so über die Frau, die bei euch war? Weiß nicht! Hässlich! Stinkt! Wenn du mir auch helfen willst, dann geh bitte zurück zu ihm. Troll sagt, Troll tut, nicht lügt, aber ich nur dir helfen. Ah, Hexer, Weib mein hier, ja, gut. Ich helfe nur Mensch, er sagt ich hier, sonst ich weg. Weib mein klug, gut. Mann mein mag rotes Fell lieber, nicht klug, nicht gut. Nicht mehr, nie mehr. Gib mir das Band. Da, treu, dumm, dumm, dumm. Du hier mit Horn. Du mich brauchst, du tut, tut. Ich komm, dich mag. Ich werd's mir merken. Und nun geh zu ihr. Pflück ihr ein paar Blumen. Blumen? Vogelmist. Ich bring. Ja. Was Lager erlebt? Nicht erlebt. Du lügst. Nur du denkst. Nach Menschweib stinkt, ich da nicht schlafe. Ach ja, Streit unter Geliebten, ist das nicht süß? Jetzt hat sie sich trotzdem hingelegt. So, wir machen uns dann jetzt erstmal wieder auf zurück zu Philippa Eilhardt und bringen ihr das Band von Triss. Damit kann sie dann wahrscheinlich weiteres anfangen. Und dann können wir mal gucken, wo wir diese Harpienfallen herbekommen. Um dann den Quest der mit den Harpien zu lösen. Das wird hier vorne irgendwo sein. Wir können schon mal dahin gehen und uns mal kurz umgucken. Da hier ist auch noch so ein Häuschen. Das ist ja auch immer recht interessant. Alter Steinbruch. Hier scheint auch noch wer zu leben. Immerhin gibt es hier Hühner. Da ist auch echt wer. Moin! Ich hätte Arbeit für dich. Oh, das ist immer gut, ne? Hi, Elton. Was ist los? Um was für einen Auftrag geht es? Um genau den richtigen für dich. Oh, klingt schon mal nicht schlecht. Ich kenne einen Sammler in Wengerberg. Er zahlt gut für Kuriositäten aus der Monsterwelt. Grabspinnengift, Neckarherzen, kein Problem. Harpienfedern. Ja, das ist auch kein Ding. Ach so, warum denn Federn? Ich habe ihn nicht gefragt. Das ist eben seine Bestellung. Über welche Summe sprechen wir denn? Ich sag dir was. Bring mir ein Bündel von schönen Federn. Ich zahle dich aus und wenn du findest, dass das Honorar stimmt, sehen wir weiter. Ein Bündel Federn reicht ihm nicht. Ich werde mehr holen müssen. Vermutlich. Und? Versprechen kann ich nichts. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ein Sack voll Federn. Sammle 12 Harpienfedern und bring sie Elton. Was ist das denn hier? Warum ist das so grün und eklig? Was treibst du denn hier, Elton? Ich bin schon ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Naja. Na gut, Elton. Wir werden mal sehen. Finden wir das Ganze mal. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu Philippa Eilhardt und... Hä? Achso. Nee, nee. Journal. Wo ist Triss? Bringen wir das erstmal zurück zu ihr. Wir müssen übrigens auch immer noch unser Tattoo loswerden. So, da ging dann da entlang. Da müssen wir Harpienfallen finden. Dann können wir uns nämlich um die Harpien kümmern. Die müsste es eigentlich beim... nächsten Schmied geben. Jetzt muss ich vielleicht einen Bauplan finden. Oder so ein... Was war das? Ah, da. Moin, bei euch noch alles im Load hier? Sehr gut, dann gehe ich mal hier hinauf. Ah, farblich sieht das schon, also, wirklich gut aus. Ich muss ein bisschen stehen bleiben, damit ihr auch auf YouTube ohne dieses ganze Gekrissel mal seht, wie hübsch das Game eigentlich auch aussieht, ne? Wenn man sich mal so hier hinstellt. Mal so da lang guckt. Ist schon hübsch, muss man zugeben, auch heute noch. Ich habe ja jetzt nochmal wieder Guild Wars 2 angefangen, muss man sagen. Okay, es ist zwar schon wesentlich älter als die Elder Scrolls Online, steht aber optisch dem Ganzen nichts nach. Insofern weiß man schon mal Bescheid. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht, ne? So, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg zu Philippa Eilhardt? Ich hoffe doch. Oh, da kommt ein kleiner Ladehuckler. Ich sollte auch mal vielleicht F5'en. So, ja, wir sind richtig. Auf zu Philippa. Again durch Wergen. Ich laufe ja immer gern durch die Stadt. Das ist immer so eine Sache, ne? Dann müssen wir mal gucken, wo wir Harpienfallen herbekommen.
Und wie die auch heißen. Wahrscheinlich heißen die nicht Harpienfallen. Bei dir kann ich nichts kaufen. Ja, moin moin, ich suche Händler. Warte, was war das? Oh, nehmen wir mit. Hier waren keine... Oh, was war das? Man weiß es nicht. Du warst du Händler? Nö. Du aber. Nee, auch nicht. Sie aber. Lass mal sehen, was du so hast. Oh, die hat nur Gerümpel und sonst irgendeinen Schrott. Hilft uns nicht weiter. Dann, wen haben wir denn hier? Wohin denn so eilig? Meine Verehrung. Ja, ich hab die auch gern. Was hast du? Ein Hexerzwerg, das wär's doch. Ja, das wäre geil. Das fände ich, das könnte ich mir auch gut vorstellen. So ein kleiner, weißhaariger Zwerg. Ich möchte etwas kaufen. Die hat auch keine Fallen. Nee, wir müssen zu einem Schmied. Oder einem anderen Händler. Hier stand doch auch noch was. Nee, du hattest nichts. Aber hier stand noch einer, der Händler ist. Guten Tag. Ich möchte etwas kaufen. Schema. Mal sehen, ob der vielleicht Harpienfallen hat. Wasser Essenz. Nö. Nur Nietenleder. Handwerk. Runen. Aber keine Fallen. Okidoki. Der hat auch nichts für uns. So, dann gab es aber irgendwo noch einen Schmied. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo der ist. Muss ich mal ehrlich sagen. Na, wir werden ihn schon finden. Gehen wir erstmal zu Philippa. Dazu mussten wir, glaube ich, ganz hoch. Jorvet ist doch kein Aufschneider. Hast du nochmal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Moment, hier ist er doch. Interessant, für wahr. Oder er. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Jo, sehr gerne. Ich möchte etwas kaufen. Lass mich erstmal hier sehen. Fallen. Harpienfalle. Sehr geil. 6 Stück. Was kostet so ein Ding? 126. Holy shit. Hast du auch ein Schema dafür? Harpienfalle. Schema kostet 211. Man braucht Öl, Holz und Silbererz. Haben wir genug von da? Dann kaufen wir das Schema und stellen den Scheiß selber her. Das wird so, wesentlich günstiger sein. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Ja, mach das mal, ne? Stell einen Gegenstand für mich her. Harpienfalle. So. Herstellen. Tonk. Herstellen. Herstellen. Mach mal, bis ich nichts mehr habe. So, wie viel habe ich jetzt? Müssten mehr als 6 sein. Inventar. Harpienfallen 7 Stück. Also mehr, als er im Angebot gehabt hätte. Sollte also theoretisch für den Quest reichen, wenn die Leute nett sind. Aber wir sind im Mittelalter, ne? Also, So, erstmal zu Philippa. Mal gucken, was die gute Dame noch erzählt, wenn wir ihr jetzt das Haarband geben. Frau Eilhard, wo sind Sie? Da sind Sie ja. Willst du über etwas reden? Ja. Ich habe das Band von Triss. Ich habe das Band von Triss. Konntest du etwas herausfinden? Triss war hier. Leto hat sie zum Teleport gezwungen. Warum? Es gibt einfachere Reisemethoden. 2 von Letos Kumpanen hielten sich bei den Scoia'tael versteckt. Vermutlich die, die für Demavens Tod verantwortlich sind. Als in Flotsam ruchbar wurde, dass der Königsmörder Jorvet beseitigen wollte, hat der befohlen, Letos Kumpanen den Gar auszumachen. Leto musste das Kommando also vor den Elfen erreichen. Und dazu war der Teleport die einzige Möglichkeit. Ich verstehe. Triss wollte zu mir, hat mich aber verfehlt. Sie ist in den Schluchten gelandet. Was geschah weiter? Leto hat sie verwundet zurückgelassen. Hat wohl gemeint, sie wäre eine feine Abwechslung im Trollmenü. Er ist zu den Elfen gegangen und hat mit seinen Kumpanen das Kommando ausgelöscht. Sie sind irgendwo jenseits des Nebels. Und Triss? Ist dem Troll entkommen. Alles deutet darauf hin, dass sie nicht weit von hier ist. Ich versichere dir, in Vergen ist sie nicht. Sie muss irgendwo hier sein. Finde sie. Ich versuch's. Brauche aber ein bisschen Zeit. Was hast du sonst noch erfahren? Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Nicht zu fassen. Aber wahr. Ich habe die Söldner getroffen, denen sie befohlen hat, Leto und alle, die bei ihm sind, zu töten. Damit meinte sie doch die Königsmörder. Bist du sicher, dass sie von Triss wusste? Wie sicher bist denn du, was Sheila angeht? Zwischen ihr und Triss war etwas. Sicher nur ein Missverständnis. Möglich. Wir müssen Triss finden, dann klärt sich alles auf. Ich brauche ein bisschen Zeit. Was ist denn da los?
Sehen wir nach. Jetzt sofort? Ich habe gerade gar keine Zeit, der Part ist zu Ende. Was ist hier los? Die Bauern wollen den Sohn von König Demavent auf ihren Forken sehen. Weshalb? Einem Diener zufolge hat Stannis Saskia vergiftet. Die Bauern sind wie wild deswegen. Der reinste Lynchmob. Wo ist denn der Fürst? Hat sich in seinem Gemach verbarrikadiert. Der Adel bewacht ihn. Vorläufig haben die Bauern noch zu viel Respekt, aber der Wahn greift weiter um sich. Es kann jeden Moment zum Schlimmsten kommen. Bitte helft uns, die Sache ist ernst. Ich informiere derweil die übrigen Adligen. Okidoki. Machen wir dann gleich. So. Ich hasse Giftmischer. Das war nur eine Frage der Hunde Zeit. Hunde knurren Katzen an, Katzen fauchen Hunde an. Adlige und Bauern sind genauso. Spar dir die Vergleiche aus dem Tierreich und kümmere dich darum. Ich versuche inzwischen Triss zu finden. Und denk dran, falls Stannis etwas zustoßen sollte, wir brauchen sein Blut. Das vergesse ich schon nicht. Okidoki, so, aber das machen wir erst im nächsten Part. Oh schön, ein Levelaufstieg. Jetzt machen wir hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gern unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.